hat. Ernsthaft jetzt. Schatz, geht es auch leiser? Das ist toll geholfert, das Ding. Ich muss mal ganz kurz ausmachen. Ich wollte nämlich gerade mein Video machen. Ja, so sieht es bei uns nämlich immer aus. Wenn ich gerade Video drehen möchte, muss der Murat immer staubsaugen. Und das ist natürlich sehr, sehr laut. Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein neues Baustellen-Update. Und zwar wisst ihr ja, dass wir bei uns zu Hause, also unser neues Zuhause, da bauen wir gerade Gadgets ein, die natürlich sehr praktisch sind. Ich möchte mir nämlich den Alltag so gut es geht vereinfachen. Und um eben viele, viele Gadgets bei uns zu Hause einzubauen, haben wir uns natürlich auf den Messen gut informiert. Aua! Haben unsere Freunde natürlich auch gefragt, die schon gebaut haben, was könnt ihr uns denn empfehlen? Und auch meine Zuschauer haben ganz, ganz viel empfohlen. Und so sind wir auch zum Entschluss gekommen, bei uns zu Hause muss auf jeden Fall eine Zentralstaubsaugeranlage einziehen. Und jetzt sind wir gerade schon derzeit beim Einbau. Ihr kennt es ja auch alle wahrscheinlich, wir haben auch hier bei uns in der Wohnung, Murat, mach aus! Wir haben bei uns hier in der Wohnung momentan einen ganz normalen Staubsauger. Das ist auch wirklich ein sehr guter Sauger und der saugt auch alles weg. Aber ihr kennt die typischen Probleme. Man stolpert über den Sauger drüber. Der Ehemann saugt genau dann, wenn die Kinder schlafen. Oder die Ehefrau saugt genau dann, wenn Borussia Dortmund Murat gegen wen spielt? Gegen Bayern. Ich bin so glücklich, dass du das mal erlebt hast. Genau. Genial. Man hat immer diese Szenarien. Was bei uns auch schon ganz oft passiert ist, dass wir uns die Möbel kaputtgeschlagen haben oder auch die Fußleisten hier bei uns an der Wand. Und es kommt einfach dadurch zustande, dass man den Sauger hinter sich herzieht. Dann bleibt er irgendwo mal hängen und dann knallt man natürlich mit voller Wucht entweder gegen das Schienbein oder gegen die Möbel. Wir haben auch bei uns das Problem mit den Treppen. Wir haben da nämlich noch dieses Türschutzgitter wegen Ella, damit sie nicht abhaut und zum Nachbarn auf die Straße rennt. Und da muss man natürlich den Staubsauger erst einmal über das Gitter tragen und dann die Treppe runtertragen. Und dann habe ich das Problem, dass das Kabel nicht ausreicht und ich, um dort zu saugen, ein Verlängerungskabel benutzen muss, was natürlich ziemlich nervig ist. Ja, und was ich ziemlich nervig finde, ist natürlich auch der Staubsaugerbeutel, der ständig voll ist. Den müssen wir alle 4 bis 5 Wochen etwa wechseln. Ich weiß, Freunde von uns, die haben Haustiere und die müssen den sogar alle 3 Wochen wechseln, einfach wegen den ganzen Katzen- und Hundehaaren. Ich tue den Beutel nur alles wieder raus und dann tue ich ihn wieder rein. Also ich hole das alles raus. Du leerst den einfach aus? Ja, kein Wunder, stinkt es dann immer beim Staubsaugen. Ach, Murat, ganz du hast eklig. Noch nie Krieg mitgemacht, ja, und Feinstauballergiker wissen wahrscheinlich auch, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass beim Staubsaugen hinten, man sieht es nicht, aber natürlich riecht man es. Und da kommt einfach der ganze Feinstaub wieder raus. Und für Hausstauballergiker ist es natürlich nicht ganz so gut. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir bald unsere Zentralstaubsaugeranlage benutzen können. Ich würde sie am liebsten hier schon gerne einbauen, aber das wäre schwachsinnig. Das macht man wirklich nur dann, wenn man entweder neu baut oder einfach sein Haus oder die Wohnung renoviert. Dann macht das Ganze Sinn und ist auch wirklich sehr praktisch. Ihr seht jetzt hier mal so einen ungefähren Querschnitt von unserem neuen Haus. Ihr wisst, hier vorne in dem Bereich, da werden wir unsere YouTube-Videos drehen. Da sind auch die Mitarbeiterbüros und oben drüber wohnen meine Eltern. Hinten im Bereich ist unser Haus. Wir haben ja 2 Stockwerke und da wäre es im Prinzip auch schon so, dass wir mindestens 4 Staubsauger schon hätten plus einen Staubsauger, der dann noch in der Garage ist. Das heißt, wir müssten uns 5 Staubsauger anschaffen, um nicht ständig den Staubsauger Treppe rauf und Treppe runter zu tragen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt 5 Staubsauger kaufen, da bin ich mit einer Zentralstaubsaugeranlage sogar kostenmäßig wirklich viel, viel besser dran. Kostet im Endeffekt so um die 1500, 1600 Euro und vor allem braucht meine Mama zum Beispiel gar keinen Staubsauger besorgen. Sie bekommt einfach einen Schlauch für ihre Wohnung und das Ganze ist ja dann später, also die komplette Anlage, ist im Technikraum. Das heißt, man hat den Vorteil, man hört zu Hause beim Staubsaugen einfach nichts mehr, man hat den Feinstaub nicht, man stolpert über keine Kabel und über keine Schläuche und das Ganze ist wirklich super praktisch. Wir haben uns jetzt beim Anbieter für die Firma Thomas entschieden. Die haben wir jetzt auch schon auf der IFA kennengelernt, auch schon zum 2. oder zum 3. Mal sogar. Und ich habe mich einfach für die Firma entschieden, weil es eine deutsche Firma ist und es ist wirklich ein Familienunternehmen. Gibt es schon seit Jahrzehnten und ich kann so einfach sicher sein, dass die Produkte wirklich auch langlebig sind und wenn doch mal was sein sollte, dann habe ich einfach einen Ansprechpartner, ich habe den Service und die Ersatzteile sind immer vor Ort. Ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Ich kann euch natürlich noch nicht zeigen, wie das Ganze bei uns auf der Baustelle aussieht. Da zeige ich euch später aber den Einbau. Jetzt fahren wir mal kurz zu meiner Freundin, die hat nämlich die Zentralstaubsaugeranlage. Da kann ich euch zeigen, wie der Schlauch aussieht, wie das Ganze zu bedienen ist. Der Murat kann es auch gleich mal ausprobieren und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit.
Ich bin jetzt gerade bei der Mama von meiner Freundin Leila und die hat eine Zentralstaubsaugeranlage und die kann ich euch gleich mal zeigen. Die Leila, die sieht man hier übrigens im Hintergrund, da mit dem Armin. Aber ich muss mit Leila schimpfen, die hat gar kein Foto von uns dir gegeben. Ja. Leila, du musst ein Foto von uns dahin hängen, du musst Ausdrucken deiner Mama geben. Ich gehe mal zum Staubsauger. Also, hier haben wir jetzt schon mal den Staubsaugerschlauch und den Stab. Und zwar ist bei der Firma Thomas, das finde ich auch echt ganz gut, ist es ein wirklich ganz, ganz leichter Schlauch. Und zwar deswegen, weil der Stab hier über Funk funktioniert. Das heißt, ich kann ihn hier an- und ausschalten und auch die Saugkraft steuern. Und das Ganze funktioniert eben über Funk. Bei den meisten anderen Produkten ist es so, dass da ein Kabel mit drin steckt, dadurch der Schlauch auch extrem schwer wird und eben dann auch nicht so schön flexibel ist. Und das finde ich echt gut. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt vorne schon eingesteckt und jetzt kann ich einfach saugen. Und ihr hört jetzt auch schon, man hört im Prinzip fast nur die Reibung auf dem Boden. Also wenn ich den Sauger einfach anhebe, das Sauggeräusch ist gar nicht so laut. Also echt gut. Das heißt, der Murat kann saugen und die Kinder können nebenher schlafen. Oder ich kann saugen und der Murat kann einfach in Ruhe Fußball gucken. Jetzt kann ich ihn einfach ausschalten. Jetzt bin ich fertig und normalerweise ist es bei uns zu Hause beim Saugen immer so, wir saugen und eine Stunde später liegt wieder überall der ganze Staub, weil einfach aus dem Staubsaugerbeutel das Ganze hinten aus dem Staubsauger wieder herausgepustet wird. Jetzt haben wir das Problem hier nicht mehr, weil wirklich der ganze Staub komplett weggezogen wird in die Anlage. Und ja, Leila und ihre Mama, die haben mich da echt angesteckt. Deswegen haben wir das Ganze jetzt bei uns auch fürs Haus geplant. Und wir fahren jetzt mal gemeinsam auf die Baustelle und ich zeige euch, wie einfach die Installation geht. Wir sind jetzt auf der Baustelle und jetzt zeige ich euch, wie man die Zentralstaubsaugeranlage einbaut. Das ist wirklich super einfach, aber im Vorfeld muss man sich natürlich überlegen, wo möchte ich denn überall die Saugdosen haben. Also die Schläuche, die sind ja 8 oder 10 Meter lang. Das heißt, man muss einmal überlegen, wo brauche ich denn überhaupt Schläuche? Brauche ich sie in jedem Raum oder reicht es zum Beispiel auch bei einem kleinen Haus nur im Flur? Das heißt, wir haben das jetzt so gemacht mit Murat. Ich habe einfach überlegt, okay, in der Küche auf jeden Fall, in den Bädern oder im Schlafzimmer und habe mir dann Schnur an die Wand geklebt, die dann eben 8 Meter lang war. Und bin dann so die Räume mit der Schnur abgelaufen und habe überlegt, wo komme ich jetzt ganz komfortabel hin mit dem Schlauch. Wir haben dann aber trotzdem nochmal unseren Plan eingereicht bei Thomas, denn das sind ja wirklich die Experten. Und wenn man da wirklich nicht ganz so sicher ist, da gibt es da auch einen Planungsservice, da kann man sich dran wenden. Und die haben das Ganze dann auch noch ein bisschen optimiert. Ich habe sogar 2, 3 Dosen gespart sozusagen. Und jetzt werden die gleich an die Wand eingezeichnet. Ganz wichtig ist nämlich, dass man das Ganze dann installiert, wenn zum Beispiel auch gerade die Heizungsrohre und die Abwasserrohre installiert werden. Dann ist der perfekte Zeitpunkt. Und ich zeige euch jetzt hier hinten einmal, wie wir das Ganze installieren werden. Hier ist jetzt eine Saugstelle eingezeichnet und die wird jetzt hier an die Wand angebracht. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, auf welche Höhe muss diese Saugdose. Ganz komfortabel ist eine Höhe von 60 cm. Da muss man sich später einfach nicht so sehr bücken, um den Schlauch hier anzubringen. Daher 60 cm. Wir haben jetzt hier aber gerade noch keinen Fußboden drin. Das heißt, ich muss noch überlegen, 17 cm muss ich dazu rechnen und bin dann eben auf einer Höhe von 77 cm. Und ich gehe dann einfach von der Wand 20 cm rein und das kann ich jetzt kurz anzeichnen. Ja, und dann geht es schon direkt los. Also es geht wirklich super einfach und ist sehr unkompliziert. Jetzt wird es mir allerdings zu warm. Jetzt kommt die Sonne raus. So, also jetzt wird angezeichnet. Jetzt habe ich alles vorbereitet und kann die Schlitze klopfen und am Ende kommen ganz normale Abwasserrohre in die Wand. Das heißt, ihr braucht keine Spezialrohre und der Vorteil ist, die kann man einfach zusammenstecken und die müssen nicht geklebt werden. Was ich auch ganz gut finde, dass man bei dieser Anlage keine Kabel verlegen muss, weil das Ganze über Funk funktioniert. Das heißt, ich spare Arbeitskosten und natürlich auch Material. Also jetzt kann ich anfangen, hole jetzt meine Arbeitskleidung und dann wird gefräst. We'll be right back.
Hier seht ihr jetzt den Montagerahmen, also einmal mit dem Abwasserrohr und hier oben dann eben mit dem Putzdeckel. Der Putzdeckel bleibt jetzt natürlich drauf, bis die komplette Wand verputzt ist und später kommt da einfach die Saugdose dran. Und jetzt muss ich hier den Schlitz noch ein bisschen tiefer klopfen, damit ich einfach das Abwasserrohr schön darin versenken kann. Und später wird es dann hier noch dran geschraubt und wie gesagt, dann sind wir schon fertig. Ihr könnt es gerne zu Hause, so wie wir jetzt auch, alleine machen oder ihr holt euch einfach jemanden vom Fach, falls ihr eben zu Hause nicht selber handwerkt. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Rohr überhaupt reinpasst, ob ich das gut versenken kann. Passt perfekt. Jetzt kann ich da oben weitermachen und es geht wirklich super einfach, da der Ytongstein ja sehr weich ist und ich wirklich wie Modellierwerkzeug auch in der Torte einfach das Ganze schön ausschaben kann. Bevor jetzt der Montagerahmen und das Abwasserrohr hier dran gebracht werden, muss ich das Abwasserrohr noch einpacken und zwar in so einen Schutzschlauch. Jetzt könnt ihr euch nämlich vorstellen, wenn wir zum Beispiel später zu Hause saugen und beispielsweise kleine Kieselsteine mit einsaugen, dann wird man das ja hören in diesem Abwasserrohr, weil es ja aus Kunststoff besteht. Daher muss man das Ganze hier schützen, reinsetzen und dann hat man eben keinen Körperschall in der Wand. Jetzt kann ich den Montagerahmen montieren und da ist jetzt ganz wichtig, dass ihr ganz genau arbeitet, denn das Ganze muss später in der Waage sein, also richtig schön gerade. Denn wenn das jetzt nicht gerade ist, ist auch später die Saugdose nicht gerade. Von daher müsst ihr jetzt da wirklich super gut arbeiten und am besten auch mit einer Wasserwaage, sonst ärgert ihr euch später. So. Und ich habe ja Ytongwände, das heißt, die sind nicht so hart. Da kann ich jetzt ohne Bohrmaschine arbeiten, aber falls ihr zum Beispiel Kalksandsteinwände habt, müsst ihr natürlich bohren. Ich nehme jetzt einfach einen Schraubenzieher und den Hammer und kann jetzt die Löcher einfach reinschlagen. Und dann nehmt ihr einfach einen Dübel, haut den auch rein. Und jetzt kann ich auch schon anschrauben. Bei uns sind jetzt alle Montagerahmen in der Waage. Jetzt werden die Rohre verlegt. Da müsst ihr jetzt im Prinzip nur an eines denken. Und zwar solltet ihr keine 90-Grad-Winkel haben, sondern 45. Das heißt, bei uns hier kann das jetzt so verlegt werden. Und so ist einfach gewährleistet, dass die Saugkraft sehr stark ist und dass zum Beispiel auch keine Verstopfungen entstehen können. Im nächsten Schritt kann dann jetzt der Verputzer kommen und alles verputzen. Natürlich muss dann erstmal noch unser Häuschen fertiggestellt werden. Und wenn dann alles fertig ist, wenn die Fußböden drin sind, die Wände verputzt sind, kommt am Ende dann eben auch die Zentralstaubsaugeranlage bei uns in den Technikraum. Und dann kann ich euch auch zeigen, wie sie bei uns zu Hause funktioniert. Ja, ich denke, unser Haus wird eins der innovativsten, aber auch eins der nachhaltigsten Häuser deutschlandweit werden. Ihr könnt dann wirklich sehen, was man alles mit Smart Home machen kann und was man alles auch überhaupt mit Technik anstellen kann, ohne dass es aber zu viel Schnickschnack wird. Also alles, was wir einbauen, ist wirklich sehr sinnvoll und nicht einfach nur irgendeine Spielerei. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Zwischendurch kommen natürlich ganz üblich wie immer meine Rezepte und dann folgt schon ganz bald mein nächstes Bauupdate. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Willst du mich gerade veräppeln? Krieg's nicht rein. Ist da keine Anleitung dabei? Doch, hier. Und? Krieg's nicht gewechselt? Doch, funktioniert. So, mach's doch du. Komm.
Los, mach. So. Du hast die falschen Beutel gekauft. Merkst was? Das geht nicht. Das ist nicht für den Staubsauger. Das ist nicht für den Staubsauger. Dann, ja, siehst du? Doch, das muss für den Staubsauger sein. Zeig mal den hier. Nein, das ist ein anderer. Guck, der ist nicht so breit. Ah, das ist für den alten Staubsauger. Ah, du Geizkraker, hast noch keine neuen Beutel gekauft. Die waren günstiger. Das ist das Falsche. Das ist aber die waren günstiger, die waren im Angebot. Guck doch, Murat, A07 und wir haben jetzt M40. Das kannst du nicht machen. Oh, jetzt muss ich den alten wieder benutzen.